Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley Expanded. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ach ja, wir haben vorhin hier oben den Auftrag gegeben für die ganzen Abkürzungen. Und ja, Blümchen. Wir müssen Blümchen kaufen. Ja, heute sind alle fleißig. Oh, guck, jetzt ist sie auch mit dabei. Oh, hi! Claire ist jetzt auch mit dabei. Was soll ich sagen? Du weißt, wie du tanzt. Oder du kannst tanzen. Es sieht so aus, als würdest du dich fit halten. Glaube ich. Wieso bewegst du dich so komisch? Ach, du kannst tanzen. Oh ja, ich habe Tanzunterricht genommen, als ich noch jung war. Und ja, was das weiß ich jetzt gerade nicht. Entschuldigung. Ich habe jede Unterrichtsstunde genossen. Möchtest du... Oh, die hat Ballett getanzt. Möchtest du eine... wie sagt man? Ballet Routine? Ein Ballett. Möchtest du einige Ballettschritte sehen, an denen ich arbeite? Die sind von meinen Lieblingsfilmen. Ja klar, zeig mal her. Nice. Sie wird glücklich hier, so langsam, würde ich mal sagen. Oh, was eine Anstrengung. Danke. Danke fürs Kommen heute und wir sehen uns dann nächste Woche. Vorausgesetzt, wir lassen die Gute nichts bauen. Also jetzt nicht Caroline, ne, sondern Robin. Danke, dass du gewartet hast. Ich hoffe, das war nicht zu schlecht. Was, mein Shuttle ist die Partying-Zone? Ach, ich muss schon wieder, sorry. Mein Shuttle ist die Partying-Zone. Mein Shuttle fährt bald ab. Ach so, den Bus wahrscheinlich, ne? Mein Bus kommt gleich. Ich muss langsam mal anfangen, meine Sachen zu packen. Ist noch irgendwas, das du gerne tun würdest? Möchtest du was essen gehen im Saloon? Ich bin für alles zu haben. Glaube ich. Du solltest dich beeilen. Decide? Ist das beeilen? Entscheiden. Das musst du entscheiden. Du solltest dich entscheiden. Hast du Bock, was essen zu gehen? Oh, du musst meine Gedanken gelesen haben. Famished? Ach, leck mich doch. Moment. Danke. Danke für das Leiten, für die Veranstaltung. Danke für das Veranstalten heute. Danke. Ja, ich glaube, das kann man so übersetzen. Danke, dass du das heute veranstaltet hast. Natürlich. Wir sehen uns nächste Woche. Und jetzt verpiss dich. Ich bin gerade in der Unterhaltung. So, dann gehen wir mal zum Saloon. Was essen? Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Hunger, 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 Hunger. Hallo. Hallo, Vadim. Hi, Claire. Den Tanz, den du uns vorhin gezeigt hast, der war richtig schön. Oh, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin aufgeregt. Keine Ahnung. Oder ich bin immer noch aufgeregt. Hier ist das Menü. Schreit einfach nach mir, wenn ihr bereit seid, was zu bestellen. Oder wenn ihr wisst, was ihr wollt. Ich will dein... Ich lade dich heute ein. Das ist das, was... Das ist das... das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für das, was du für mich für die letzte Zeit getan hast. Ich habe zwar... Ey, hallo, ich bin Millionär. Was soll ich bestellen? Stardrop Saloon Food Menü. Grumbleton Orange Chicken. Ist das nicht ihr Lieblingsessen?
Nee, das war das Lieblingsessen von der Pinkhaarigen unten. Hausgemachte Soße mit schönem, leckerem weißen Reis, gegrillter Tilapia-Salat, frischer Salat, Roma-Tomaten, grated Cheese. Also das ist da ein gegrillter Käse. Oder ist das gegrillter Käse? Grated Cheese? Grated. Geriebener Käse ist es. Geriebener Käse. Wo ist denn meine Maus schon wieder? Ich habe nur Angst, dass ich mich verdrück. Geriebener Käse, rote Zwiebeln, getoppt mit gegrilltem Tilapia und Brotsticks. Also Brotstücke, Brotsticks. Sticks. Eine Pizza mit Mozzarella, Peperoni, Ricotta, Parmesan, Knoblauch und Olivenöl. Oder Zucchini-Puffer. Serviert mit der hausgemachten Marinara-Soße. Ne, die Zucchini-Puffer hat er, glaube ich, auch schon mal für Gerald, ja, für Linus gemacht. Was? Der Tilapia-Salat. Oder die Pizza. Vielleicht eher die Pizza. Ich glaube, ich nehme die Pizza, die klingt geil. Mit Mozzarella, Peperoni, Ricotta, Parmesan, Knoblauch und Olivenöl. Die klingt geil. Nehmen wir die Pizza. Oh ja, die Spezialpizza. Ey, du musst sehr hungrig sein. Oh ja, ey, ich habe Hunger wie ein Bär. Habt ihr euch entschieden? Gut. Ich will jetzt eure Bestellung machen. Fertig machen. So, sag mir doch mal, was es heißt, ein Farmer zu sein. Ich meine, sie darf von meiner Pizza auch gerne ein Stück abhaben. So à la zwei Teile, weißt du, sie ein kleines Stück, ich den Rest. Upsi. So, Blümischen. Ich brauche Blümischen Kind. Ich brauche dann 8, 16, wahrscheinlich 14. Ich nehme, glaube ich, mal ein paar mehr mit. Ich nehme mal 10 von jedem mit. Ich weiß gerade nicht, wie groß die Dinger werden. Knobelisch. Ach ja, stimmt. Da hat er jetzt das ganze Jahr über die Sachen. Ich erinnere mir. So, vielen Dank. Oskar. Nee, der Oskar kommt heute nicht. Entschuldigung. So, Blümischen. Ich hoffe, wir haben noch Spurinkle. Kleine Spurinkle. Müssten wir aber theoretisch noch welche haben. Spurinkle. Oh ja, wir haben sogar eine ganze Menge noch. Guck mal. Gugema. Dili-dili-di-di. So. Tut mir leid, liebe Bienens. Das muss weg. Das muss weg, das muss weg und das muss weg. So, mal gucken, wenn ich hier noch eine zweite Reihe reinsetze, dann müsste hier das Ganze sein. Ja, dann komme ich hier aber wieder nicht durch, ne? Aber ich sage einfach mal, was soll's. Wir könnten das dann noch einen Stock weiter rübersetzen. Weil durch komme ich dann von oben sowieso nicht. Dann können wir auch hier ein Plätzchen lassen.
Machen wir mal hier drei und da drüben drei. So, Schnucki, wir müssen noch die Ziegelböden holen. Da. La la li da du. Und dann, glaube ich, haben wir den ersten Tag hier im Frühling endlich geschafft. Nach langer Zeit. So. Guck, das passt auf jeden Fall ganz gut. Man könnte jetzt eigentlich hier noch dazwischen das so machen. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So, und hier... Ach ja, warte. Da fehlt noch ein Böppel. Und da fehlt der Böppel. So, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir das mit der Dingens ordentlich hinkriegen. Oh ja, so sieht das gut aus, ne? Ist das schön in der Mitte? Alles ist noch geschützt. So, fertig. La 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 la. Und dann sieht das viel schöner aus. Dieser nervige Fischteich ist nicht mehr in der Nähe und nervt und sieht scheiße aus. Und ja, genau, aber den Fischteich oben. Aber das kann ich von hier unten machen, da muss ich nicht hochhalten. Müssen wir nämlich auch noch hier ein bisschen ordentlicher machen. Ja, ganz toll hast du es gemacht. So. Ja, doch, sieht gut aus, gefällt mir. Danke schön. So, die Blümchen kommen jetzt runter in den Keller. So, und dann müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob in der Stadt eine neue Quest verfügbar ist. Jetzt musst du dich jetzt da hinstellen? Mensch, Manfred. Sehr ungünstig. So, da haben wir einmal die Frucht. Ah, die mache ich aber, glaube ich, woanders hin. Einmal die Wurzel. Verpiss dich. So, dann gehen wir noch einmal auf eine Insel gucken. Hallo. Guten Tag, Kind. Was sagen hier unsere? 5 Tage noch. Lalalala. Düdi-düdi-lü. Aus dem Weg. Hallo. Ja. Liefere frisch gekochte Produkte im Wert von 100.000. Frisch gekocht. Finde 100 rote. Orange, gelbe, grüne, blaue und lilane Gegenstände. Lege sie in meine Sammelbox. Das wird aber arschteuer. Das machen wir aber auch so. Das ist ja richtige Geldverschwendung. Also rot. Prismatische Anzeige. Rot, orange, gelb, grün, blau, lila. Also rote Gegenstände. Ach, das ist Leben. Okay. Rote Gegenstände. Hier haben wir Orange. Lege sie in meine Box. In welche Box? Die da? Okay, die zählt nicht mit. Das zählt nicht als Orange. Ist das was Orangenes? Ja. Das war orange. Und davon überall 100 Gegenstände, ey. Das ist... Puh. Violett. Rot. Grün. Blau.
Und was fehlt noch? Gelb. Es tut mir echt leid, aber das ist mir zu teuer so. Außerdem, also, wir wollen ja auch mal hier fertig werden, ne? So, was gelb fehlt noch? Gelb. Können wir vielleicht das als gelb sehen? Ja. Fertig. Dankeschön. So, exotische Spirituosen. Bringe eine Kokosnuss. Oh, stimmt. Das haben wir auch noch nicht gemacht. So. Damit Junimo. Die Flöte. Den Bereichere Konstruktor. Pilzbaum. Pilzbaumsamen. Genau. Da brauchen wir 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was haben wir sonst noch? Jede Menge Rezepte, Kiedelsteine. Oh ja, genau. Da haben wir auch noch die restlichen. Also, ne, beziehungsweise was heißt restlichen? Einer fehlt noch. Was fehlt denn noch? Was ich ganz gerne hätte, wäre ein Rezept, um die herzustellen. Dann haben wir eigentlich ja nur diese Rezepte noch. Hyperspeed, den Hopper, Zauberköder, das brauchen wir eigentlich alles noch gar nicht. Die Druckdüsen brauchen wir noch für unsere Felder unten mit dem Stangengemüse. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel. Ich nehme mal 3 Stück mit. Rettet ihr wertvollstes Metall? Das brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich nehme mal einen mit, einfach zum Aufstellen. Eine Junimo-Kiste nehmen wir jetzt auch mal mit. Oder die Junimo-Kiste nehmen wir auch mit. Und ja, nehmen wir halt jetzt noch hier das Rezept. Und dann passt das. Ja, und wenn wir dann das andere haben, und dann sind wir eigentlich durch. So, ich port mich zurück. So, gucken wir mal, was unten noch für eine Quest ist. Wenn noch eine Quest ist. Oh ja, warte, da kann ich eigentlich die Kokosnuss mitnehmen. Kokosnuss müssten wir eigentlich noch da haben. Müssten wir theoretisch gesehen noch da haben. Ja. Eine Kokosnuss für Gus. Gus, Gus, Gus. Weißt du, was ich allerdings relativ schade finde? Man hat ja jetzt hier im Expanded die Möglichkeit, auch mit Morris sich anzufreunden. Ich finde es halt schade, dass der dann nicht mehr da ist. Dass man nicht sagen kann, okay, er dreht sich um 100 Grad und wird dann freundlich, bleibt im Tal oder so, hilft dann im Kino oder irgendwie sowas. Weißt du, das finde ich so ein bisschen schade. Dass der dann komplett wegfällt. So. Da, deine Kokosnuss. Perfekt für meinen Kokos-Nono. Dankeschön, bitteschön. Dann brauchen wir jetzt nur noch hier die Monster-Crops, die teilweise tatsächlich noch eine ganze Ecke dauern. So. Das war's, glaube ich, ne? Müssen wir noch unsere Pilze anbauen. Und dann haben wir den Tag geschafft. Dann haben wir jetzt irgendwie die dritte Folge im ein und denselben Tag. Ach Mensch, Katze, ey. Musst du immer an den Stellen rumlatschen, wo ich gerade bin? So, wir brauchen noch mal dann Baumdünger. So, bitte noch mal 6 Düngerli. So. Nice. Schweini war wieder fleißig. So, was machen wir denn mit den Kisten? Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was ich mit den Kisten anfangen soll.
absolut keine Ahnung, was ich mit den Kisten anfangen soll. Ganz ehrlich. Ups. Da lang. Ich weiß es leider nicht. So, habe ich denn... Nein, ich habe keine Batterien. Aber ich mache mal ein paar Barren. Dass, wenn wir das nächste Mal wieder Batterien kriegen... Dass wir... Dinger machen können. Für unser... Oh Gott, mir knurrt. Oh, Alter, hat mir gerade lauter Magen geknurrt. Holla, die Waldfee. Wir haben erst 10 Uhr. Hör auf, Hunger zu kriegen. So, 2 Stück haben wir schon. Also ich denke mal, dass wir gesamt 8 Stück brauchen werden. 5, 4... 7 Tage, 5 Tage, 4 Tage und 15 Tage. Die brauchen extrem lange. So, gut, das war's für heute. Wir gehen schlafen und dann können wir auch schon wieder die Folge beenden. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also tschüss.